der Gesundheitssprecher der FPÖ ist der erste Redner, Gerhard Kanyak. Das, was wir hier die letzten Tage und Wochen erleben durften, war zunächst ein vollkommenes Versagen der Krisenkommunikation der Bundesregierung und jetzt auch noch eine völlige Aufgabe und ein Versagen des Krisenmanagements dieser Bundesregierung. Wir stehen an dem Punkt, dass ganz Österreich allen Menschen in diesem Land ein mindestens 10, voraussichtlich 20-tägiger Lockdown droht. Und dieser Lockdown als Notbremse, wie ihn die Bundesregierung tituliert, als letzte Maßnahme, die alternativlos sei, die hat sich schon in der Vergangenheit als jene Maßnahme erwiesen, die unterm Strich betrachtet mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Dieser Lockdown wird in Österreich pro Woche 1 Milliarde Euro Schaden verursachen. Dieser Lockdown wird aber nicht nur wirtschaftlichen Schaden verursachen, sondern auch im Bildungsbereich und im Gesundheitsbereich negative Spuren hinterlassen. Die genauen Folgen lassen sich noch gar nicht beziffern. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und ernst. Wie konnte es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass ein Land mit der weltbesten Gesundheitsversorgung, und so kann man unser Gesundheitssystem durchaus bezeichnen, nun erneut vor einem Lockdown steht? Nun, vielleicht hätte man ein paar von den Maßnahmen, die wir gefordert haben, bereits vor über einem Jahr auch umsetzen sollen. Und ich möchte Ihnen ein paar Dinge skizzieren, die wir schon seit über einem Jahr fordern und mit denen man diese Situation gut in den Griff bekommen hätte. Es beginnt mit ehrlichen und transparenten Daten. Wir befinden uns knapp 2 Jahre in der Corona-Krise und noch immer wissen wir nicht, wie viele Behandlungskapazitäten unsere Spitäler tatsächlich haben. Noch immer werden die offiziellen Daten, die auf der AGES-Dashboard aufzufinden sind, selbst von Experten wie dem Chef der Intensivmedizin, dem Dr. Hasibeder, angezweifelt und als falsch dargestellt, wie vor 2 Tagen in einer österreichischen Tageszeitung nachzulesen. Noch immer wissen wir nicht, wie viele der Verstorbenen mit oder an Covid-19 verstorben sind. Ja, wir wissen auch nicht, wie viele der sogenannten Covid-Patienten im Spital nur SARS-CoV-2 positiv sind oder tatsächliche Covid-19-Patienten sind. Wir wissen auch nicht, wie groß die Immunität in der österreichischen Bevölkerung ist. Dabei wäre das eine ganz wesentliche Kennzahl, damit die Prognosemodelle für die Infektionswellen auch genau sind und wie katastrophal diese Nichtkenntnis der Immunitätszahl in der österreichischen Bevölkerung ist. Das sieht man ja an den vollkommen schwammigen Prognoserechnungen, die so wie jetzt auch offenbar vollkommen überraschend waren, wie stark die Welle im Herbst ist. Wir haben bereits im Frühling letzten Jahres eine flächendeckende Antikörpertestung gefordert. Der Einzige, der eine kleine Studie gemacht hat, war der Herr Bildungsminister aus dem Gesundheitsressort. Ist nichts gekommen dazu, bis heute nicht. Die Folgen müssen wir alle tragen. Aber nicht nur die ehrlichen und transparenten Zahlen fehlen uns bis heute, auch der konsequente Schutz der Risikogruppen fehlt bis heute. Denn anders ist es ja nicht zu erklären, dass aus Oberösterreich und Salzburg die Berichte kommen, dass sich die wahren Dramen nicht auf den Intensivstationen, sondern auf den Normalstationen abspielen. Und dort werden eben die alten, besonders kranken und schwachen Personen eingeliefert, wo eine intensivmedizinische Behandlung gar nicht mehr möglich ist. Offensichtlich versagen wir also auch in diesem Bereich wieder. Und Herr Bundesminister, was haben Sie konkret gemacht, um diesen Bereich zu schützen? Wie konnte das schon wieder passieren? Aber nun gut, die Fehler sind passiert und wir befinden uns in einer Situation mit knapp 15.000 Neuinfizierten pro Tag, gut 500 Menschen auf der Intensivstation und ungefähr 2.500 Menschen auf der Normalstation. Jetzt gilt es rasch zu handeln, um tatsächlich eine Überlastung des österreichischen Gesundheitssystems zu verhindern. Und auch da haben wir vor über einem Jahr die entsprechenden Forderungen aufgestellt. Frühzeitige Behandlung der Menschen, dieses Wegsperren ohne medizinische Behandlung, ohne Richtlinien, wie man sich richtig verhält, auf was man denn tatsächlich achten muss, das geht einfach nicht. Das sorgt dafür, dass einfach viel zu viele Menschen viel zu spät ins Spital kommen, mit viel zu schweren Symptomen schon und dann die schweren Verläufe kaum mehr zu kontrollieren sind. Das heißt, wir müssen endlich den niedergelassenen Bereich aktivieren, wir müssen die Hausärzte in die Pflicht nehmen, wir müssen die Gemeinde, die Amtsärzte und die Epidemieärzte in die Pflicht nehmen, wir müssen die Versorgung zu den Menschen, die zu Hause sich in Quarantäne befinden, positiv getestet, aber eben hoffentlich noch nicht erkrankt, die müssen wir medizinisch versorgen, mit allem, was verfügbar ist,
immer auf individueller Empfehlung der behandelnden Ärzte, aber wir müssen die Versorgung dorthin bringen. Und wenn sie dann trotzdem tatsächlich so krank werden, dass sie in die Spitäler kommen, ja, auch dann müssen wir dringlichst die neuesten Medikamente zum Einsatz bringen. Und da, Herr Bundesminister, darüber reden wir auch schon seit über einem Jahr. Ich habe es Ihnen vor einem Jahr gesagt, ich habe es Ihnen in der aktuellen Budgetdebatte gesagt, Sie haben noch immer nichts dafür budgetiert und Sie hinken Monate hinten nach, die wirklich Leben kosten. Wir haben jetzt seit einer Woche, Herr Bundesminister, auch in Europa eine moderne monoklonale Antikörpertherapie mit Casirivimir und Imdevimir, eine duale Therapie zugelassen, seit einer Woche auch von der EMA für Europa zugelassen. Die Japaner arbeiten damit schon seit letztem Sommer. Die Amerikaner arbeiten damit schon seit über einem Jahr. Die Datenlage zeigt, dass frühzeitig Behandelte mit diesen Präparaten, auch Risikopatienten, mindestens eine 70-prozentige Chance haben, gar nicht schwer zu erkranken. Bei rechtzeitiger Therapie beginnen können alle Todesfälle verhindert werden. Seit einer Woche ist dieses Präparat in Europa zugelassen. Wie viele Stück hat Österreich schon beschaffen? Wann bekommen wir die ersten Packungen und wann werden sie in den Kliniken verwendet? Ich glaube, Sie können mir das nicht beantworten und ich glaube, es ist leider Gottes noch gar nichts beschaffen worden und wir befinden uns gerade in der vierten Welle. Jetzt bräuchten die Patienten in Österreich diese Präparate. Aber ich frage mich, was haben Sie in den letzten Monaten gemacht? Und sagen Sie nicht, Sie haben es nicht gewusst. Wir haben das im Gesundheitsausschuss schon vor Monaten besprochen. Es ist zum Verzweifeln, wenn man sieht, dass die Antworten der Bundesregierung nur nicht bewährte Mittel aus der Vergangenheit sind, Dinge, die in der Vergangenheit schon fehlgeschlagen sind und die jetzt wieder aufgewärmt werden. Es ist nicht zu erwarten, dass das Ganze besser wirkt. Der Lockdown verschiebt die Problematik nur. Die Impfstrategie, die Sie haben, wird trotzdem nicht alle Menschen erreichen. Und selbst wenn es der Fall wäre, selbst wenn Sie jetzt spontan noch einen großen Schwung der Bevölkerung überreden könnten, sich impfen zu lassen, ist es für diese Welle zu spät. Sie wissen selber, dass Sie 6 Wochen Zeit benötigen, dass hier eine ausreichende Immunität aufgebaut wird, um überhaupt einen befristeten Schutz zu haben. Das wird sich nicht mehr ausgehen oder das kann sich auch gar nicht mehr ausgehen. Das Einzige, was mich zuversichtlich stimmt, und das sind Daten, die Sie dem Parlament bislang auch vorenthalten haben, das Einzige, was mich zuversichtlich stimmt, ist die Hoffnung, dass wir uns schon sehr bald am Höhepunkt der aktuellen Infektionswelle befinden. Was ich gehört habe, ist, dass die Zahlen aus der Abwasseranalyse, was die Gesamtvirusbelastung in Österreich belangt, schon erste positive Tendenzen aufzeigen. Ich kann nur an alle appellieren, vor allem an alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, ihr Bestes zu geben in dieser wirklich schwierigen Situation. Ich weiß, dass es in einzelnen Fällen tatsächlich zu Überlastungen kommt. Mir tun nicht nur die Erkrankten leid und ihre Familien und Angehörigen, mir tun auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen, die diese Suppe auslöffeln müssen, Herr Bundesminister, die Sie mit verursacht haben, weil Sie nicht zusätzlich Mittel für Personal, für die Krankenanstalten und für medizinische Therapien freigegeben haben, die Sie nicht freigegeben haben für die Gesundheitsbehörden, dass ein Contact Tracing noch funktioniert, dass dort ausreichend Personal ist. Das alles sind Versäumnisse, die Sie im letzten Jahr korrigieren hätten können. Koste es, was es wolle, war die Vorgabe dieser Bundesregierung in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sie haben die Gelder ausschließlich für Wirtschaftshilfen ausgegeben und für Maßnahmen, die den Betroffenen und den Kranken und den Bediensteten im Gesundheitssystem überhaupt nicht geholfen haben. Und damit haben Sie diese jetzige Situation auch zu verantworten. Gerd Kaniak war das von der FPÖ.